Geheimwissen des Islam. Vor knapp 1000 Jahren entsteht eine neue Weltordnung. Um Jerusalem tobt eine erbitterte Schlacht. Christen gegen Muslime. Was kaum jemand weiß, schon vor 1000 Jahren verfügen die Muslime über technisches Wissen und handwerkliches Geschick, von dem in Europa noch niemand etwas ahnt. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Welt der Wunder, das Original, nur hier bei RTL 2. Heute mit einem ganz besonderen Thema. Es geht um das geheime Wissen des Islam. Es sind derzeit muslimische Fanatiker, die mit ihren Terroraktionen die Anhänger des Islams in unseren westlichen Augen als blinde Zerstörer erscheinen lassen. Dabei ist es eine Tatsache, dass die Religion des Islam alles andere ist als ein Quell der Gewalt und der Unterdrückung. Wir möchten Sie heute mitnehmen auf eine Reise zurück in die Zeit der Kreuzzüge. Damals waren es übrigens wir christlichen Europäer, die im Namen Gottes für Gewalt und Krieg sorgten. Und wir waren es auch, die den größten Wissensdiebstahl aller Zeiten einleiteten. Und es ist schon erstaunlich, dass selbst heute in unseren Schulen kaum gelehrt wird, was wir der arabischen Kultur alles zu verdanken haben. Schon im 12. Jahrhundert entwickelt der muslimische Wissenschaftler Al-Ghazali mehrere mechanische Geräte, darunter das erste Tresorschloss der Welt. Vier Kombinationsschlösser mit je 12 Buchstaben versehen, sichern den Inhalt eines Behälters vor unerlaubtem Zugriff. Dieses Schloss kann auf eine Truhe gesetzt werden und die Truhe kann somit verschlossen werden. Das Schloss ist rekonstruiert worden nach einer Handschrift, die um 1200 entstanden ist. Und man braucht also für dieses Schloss keinen Schlüssel. Man muss sich nur die Kombinationen merken. Wenn man die richtige Kombination gefunden hat, liegen die Nuten des Zylinders übereinander und die Sicherungsstifte können in die Nut einfahren, sodass sich der Deckel öffnen lässt. Man kann ihn dann also wieder von der Truhe abnehmen. So also funktioniert das Schloss. So etwas habe ich noch nie gesehen. Meister Bahadin zeigt mir nun, was sich in der Truhe befindet. Ein Buch? Ich frage ihn, warum es so wertvoll ist, dass es so aufwendig verwahrt werden muss. Es ist der große Schatz des Islam, das Buch des Wissens. Schau her. Er erklärt mir, dass in dem Buch das gesammelte Wissen der muslimischen Kultur geschrieben steht. Wird uns zum Sieg verhelfen. Unter anderem herausragende Erfindungen islamischer Gelehrter, die noch nie jemand gesehen hat. Was den Wissenschaften förderlich war, was wir heute als Wissenschaften verstehen, ist, dass man die Wissenschaften benutzt hat. Und zwar, um dem Islam zu größerer Geltung zu verhelfen, um den muslimischen Glauben richtig auszuleben. Es gibt aus der Zeit der Kreuzzüge tatsächlich einen Erlebnisbericht eines arabischen Arztes, der die Anwendungen eines christlichen Arztes erleben durfte. Dieser arabische Arzt wurde auf eine christliche Burg gerufen, weil es dort einige Krankheitsfälle gab. Und durfte dann Zeuge werden, wie einer Frau, die offensichtlich geistig gestört war, die Haare abrasiert wurden und in die Kopfhaut ein Kreuz geritzt wurde, um auf diese Art und Weise eine Geisteskrankheit zu heilen. Während man in Europa noch versucht, Krankheiten mit Magie oder Gebeten zu heilen, führen arabische Ärzte schon komplizierte Operationen an Kranken durch. Ihre anatomischen Kenntnisse des menschlichen Körpers erlauben ihnen medizinische Eingriffe an Knochen und inneren Organen. Außerdem entwickeln sie zahlreiche mechanische Geräte, die bei der Untersuchung von Kranken helfen sollen. Das ist ein Gerät zur Bestimmung der Blutmenge nach dem Aderlass. Das ist nachgebaut worden nach einer Handschrift um 1200 herum. Man würde das Blut in diese Schale füllen. Das mache ich jetzt hier mal mit Wasser. Dadurch würde das Blut in den zylinderförmigen Behälter gelangen, in dem sich ein Schwimmer befindet. Und dieser Schwimmer bewegt jetzt diese gesamte Apparatur, indem er steigt. Die beiden Figuren auf der Deckplatte dienen dazu, die Patienten zu unterhalten, aber auch, um die abgegebene Blutmenge anzuzeigen.
Während es im islamischen Kulturraum im 10. Jahrhundert üblich war, dass die Häuser eigene Wasserzu- und Ableitungen hatten, dass man täglich in ein Badehaus ging, um sich zu reinigen, hat man im 10. Jahrhundert in den europäischen Städten angefangen, hölzerne Überschuhe, hochhackige hölzerne Überschuhe zu tragen, damit man trockenen Fußes durch die Kacke in den Straßen wandeln konnte. Das sind die hygienischen Verhältnisse gewesen. Aber nicht nur in den Städten, sondern auch in der Landwirtschaft wurde Wasser gezielt dahin geleitet, wo man es brauchte. Das ist das Modell einer Schraubenpumpe. Und die funktioniert so. Die Strömung treibt dieses Wasserrad an. Das Wasserrad überträgt die Drehbewegung über Zahnräder auf diese Schraube. Und die Schraube, die pumpt jetzt das Wasser auf die Felder und somit kann man größere Wassermassen eben zur Bewässerung mit dieser Pumpe befördern. Um das Jahr 1215 herum ist neben Toledo und Córdoba in Spanien Palermo eines der wichtigsten Zentren muslimischer Wissenschaft. Verantwortlich dafür ist der römisch-deutsche Kaiser Friedrich II. Im Grunde seines Herzens verachtet er die rückständigen, barbarischen Europäer und fördert arabische Kultur und natürlich Wissenschaft. Ein Dorn im Auge der katholischen Kirche. Das geheime Wissen des Islam will sie besitzen, doch eine Annäherung der Religionen auf jeden Fall verhindern. Wie sie dabei vorgeht, das sehen Sie jetzt bei Welt der Wunder. Willkommen zurück bei Welt der Wunder. Heute geht es um das geheime Wissen des Islam. Der Islam erlaubte es seinen Gelehrten, Forschungsergebnisse auch anderer Kulturen weiterzuentwickeln und zu optimieren. Ein gutes Beispiel stammt aus der Mathematik. Die ganze Welt benutzt heute die sogenannten arabischen Zahlen, obwohl sie ursprünglich aus Indien stammen. Der Vergleich zu den damals auch noch benutzten römischen Zahlen ist offensichtlich. Die Zahl 3788 zum Beispiel sieht in römischer Schreibweise so aus. Ein echter Buchstabensalat. Zu bedeuten hat das, da muss ich selber nachschauen, 3 mal 1000, 1 mal 500, 2 mal 100, 1 mal 50, 3 mal 10, 1 mal 5, 3 mal 1. Man sieht, sehr, sehr kompliziert. Tja, aber während die Araber stets die Quelle und den Ursprung ihres Wissens preisgaben, wurden diese Quellen im christlichen Europa einfach gestrichen. Im Jahr 1190 bricht der englische König Richard Löwenherz zum dritten Kreuzzug nach Palästina auf, um Jerusalem den Händen der Muslime zu entreißen. Er gewinnt zwar einige Schlachten, doch es gelingt ihm nicht, Jerusalem zu besetzen. Sultan Saladin schlägt ihm einen Kompromiss vor. Die Herrscher vereinbaren, dass Jerusalem in muslimischer Hand bleibt. Christlichen Pilgern wird aber der Zugang zu den Heiligtümern der Stadt gewährt. Hier steht alles geschrieben. Die friedliche Annäherung führt zu einem Wissenstransfer aus dem muslimischen Einflussgebiet nach Europa. Noch ahnen muslimische Gelehrte nicht, dass der Islam damit seinen Wissenschaftsvorsprung verlieren wird. Europa dagegen profitiert von der Entwicklung. Wissenschaftliche und technische Errungenschaften, vor allem aus dem islamischen Raum, gelangen in die christliche Welt. Genauer gesagt nach Sizilien, der Residenz von Friedrich II. Der römisch-deutsche Kaiser aus dem Hause der Staufer ist hier zwischen Muslimen aufgewachsen und spricht besser Arabisch als Deutsch. Er steckt in einem Dilemma. Die Kirche drängt ihn, den christlichen Kaiser, einen Kreuzzug nach Jerusalem anzuführen, gegen die Menschen, denen er näher steht als seinen Landsleuten. Friedrich steht nicht nur wegen seiner Nähe zum muslimischen Kulturkreis in der Kritik der Kirchenoberen. Neben seinen Pflichten als Kaiser studiert er wissenschaftliche Werke. Die Kirche sieht das als Gotteslästerung. Friedrich ist besonders von den astronomischen Kenntnissen der Muslime begeistert. Sie benutzen sekundengenaue Uhren, um den Verlauf der Planeten und Sterne zu untersuchen. Hier sehen wir das Modell einer Minutenwaage, wie sie im 12. Jahrhundert existiert hat. Man kann damit die Teile der Stunde wiegen, das heißt die Minuten und auch noch genauere Einheiten. Es funktioniert folgendermaßen. Hier ist ein Behälter, der mit Wasser gefüllt ist, in dem das Wasser durch eine genau berechnete Öffnung in einer Stunde ausfließt und durch die Gewichtsabnahme beim Ausfließen des Wassers kann man die Teile der Stunde, die Sekunden hier auf der rechten Seite, nachstellen. Sie bemächtigen sich der Bücher arabischer Gelehrter
und lassen sie übersetzen. "25 Werke hat man in Salerno ins Latein übersetzt, ohne ihren echten Verfassernamen." Eine übliche Vorgehensweise im mittelalterlichen Europa. Erst im 20. Jahrhundert hat man entdeckt, dass diese Bücher von arabischen Verfassern übernommen und übersetzt worden sind. Die Stimmung schlägt um. Ich beginne mich hier unwohl zu fühlen. Ich glaube, in manchen Kreisen bin ich unerwünscht. Mit dem Tod Friedrichs im Jahr 1250 stirbt der größte Förderer von Forschung und Wissenschaft in Europa. Es ist die Gelegenheit für die Kirche, die Annäherung der Christen zu den Muslimen und deren Wissen zu unterbinden. Mit Friedrich dem Staufer endet sozusagen die Zeit des Austausches und wird ersetzt durch eine Zeit rigiden Hasses. "Packt alles zusammen, Brüder, dieses blasphemische Zeug." Die Kirche konfisziert Bücher, Manuskripte und wissenschaftliche Modelle aus dem Privatbesitz Friedrichs. Der größte Diebstahl in der Wissenschaftsgeschichte nimmt seinen Lauf. Zusätzlich verbannen die Kirchenoberen die muslimischen Wissenschaftler vom Hof. Was ist nur geschehen? Der aufgeschlossene Kaiser ist tot und die Kirche hat nur darauf gewartet. Mein Auftrag, unsere beiden Kulturen näher zu bringen, ist gescheitert. Ich werde nach Hause zurückgeschickt. Das muslimische Wissen aus über 800 Jahren geht zwar nicht verloren, aber das geistige Eigentum genialer Wissenschaftler wird gestohlen. Geht zwar nicht verloren, wird gestohlen. Bücher, Manuskripte und Skizzen verschwinden in dunklen Verliesen. Die Namen der Verfasser gehen verloren. Erst Jahrhunderte später tauchen die Aufzeichnungen wieder auf. Europäische Wissenschaftler wie Leonardo da Vinci oder Galileo Galilei arbeiten mit Forschungsergebnissen muslimischer Autoren, ohne die richtigen Verfassernamen zu kennen. Ich glaube, dass das Selbstwertgefühl im islamischen Kulturraum darunter gelitten hat, dass man die Hochleistungen des islamischen Kulturraums heute noch nicht bereit ist, tatsächlich im Westen anzuerkennen. Noch heute haben viele Muslime einen Minderwertigkeitskomplex gegenüber der westlichen Welt. Auch weil sie die Leistungen ihrer Vorfahren nicht kennen. Weil sie nicht wissen, dass heutige Standards auf dem Gebiet der Optik, der Medizin, Mechanik oder Zeitmessung ohne die Erfindungen muslimischer Wissenschaftler nicht möglich gewesen wären. Erkennt wiederum der Westen, wie viele Errungenschaften seiner Zivilisation tatsächlich aus dem islamischen Raum stammen, würden die beiden Kulturen einander wesentlich mehr Respekt entgegenbringen. Das Buch des Wissens, von dem wir in unserem Film geredet haben, das gibt es übrigens wirklich, und zwar direkt in einer fünfbändigen Ausgabe. Die Goethe-Universität in Frankfurt hat sich die Mühe gemacht, all die Gegenstände, von denen wir Ihnen erzählt haben, und noch viel mehr in diesen Werken zusammenzutragen.
Teilweise hat man diese Sachen sogar nachgebaut und man kann sie sich in Frankfurt in einer Ausstellung anschauen. Mehr zu diesen Büchern und auch zur Ausstellung finden Sie bei uns im Internet unter weltderwunder.de. Tja, und damit ist unsere Reise für heute beendet. Wir werden den Konflikt, der derzeit zwischen den Kulturen herrscht, mit Sicherheit nicht lösen können, aber indem wir mehr voneinander lernen und uns besser verstehen, vielleicht eines Tages doch. Es hat mich gefreut, dass Sie zugeschaut haben. Ich freue mich aufs nächste Mal. Machen Sie es gut. Tschüss.